Martin Plüss, ihr habt heute ein schwieriges Spiel erlebt. Es ist drauf und dran gegangen. Zuerst im Rückstand gewesen, dann eine super Aufholjagd gezeigt, Charakter gezeigt vom SCB. Warum hat es nicht ganz gelangt heute Abend? Ich glaube, wir hatten viele individuelle Fehler gehabt. Wir haben heute schon wieder 6 Goal bekommen. Und dann wird es einfach schwierig. Und wir haben auch lang 5 gegen 3 gespielt, dort kein Goal geschossen. Und ja, dann wird es noch schwieriger. Und was sicher sehr unglücklich ist, wenn man so zurückkommt, dass man dann im ersten Einsatz bereits schon das Goal bekommt, das kann einfach nicht sein. Klar war es unglücklich, dass der Helm nachher verloren geht, aber trotzdem, es ist eine grosse Enttäuschung. Aber schlussendlich war es ein Spiel, das wir verloren haben. Jetzt haben wir einen Vorteil nicht mehr. Jetzt gilt es einfach, den wieder zurückzuholen. Ihr habt es angesprochen, viele individuelle Fehler. Marco Bühr beim 2-0 nicht gut ausgesehen, zum Beispiel. Wie tut ihr euch jetzt vorbereitet auf das Spiel am Samstag, dass so Sachen eben nicht mehr passieren? Ja, es ist ja nicht nur die Fehler beim Goal an und für sich. Es hat ja auch schon im Aufbau, im Vorcheck-in, wo der Spieler nicht dort ist. Und das ist einfach das, was wir vielleicht zu wenig gut gemacht haben und sie zum Teil dann einfach auch zu einfach gemacht, dass es überhaupt so Situationen gegeben hat, die dann zum Goal geführt haben. Und wichtig ist einfach, dass man das analysiert, abstellt und dass sich dann einfach bewusst ist, dass es jeder Einsatz zählt. Und es geht nicht ab und zu ein bisschen spielen und dann wieder ein bisschen nachlässig, sondern wenn wir das machen, dann sind wir die beste Mannschaft. Aber jetzt sind wir in einer nicht ganz so komfortable Situation und die müssen wir sicher korrigieren. Der als Captain, jetzt zum Beispiel Situation von bevor der Verlängerung, was sagt man da zum Team oder auch im Rückstand, was sagt man zum Team als Teamleiter und Captain, wie der einen sieht, dass man wieder zurückkommt? Wichtig ist auch, dass man sich auf die Stärken besinnt. Und wenn wir zurückgekommen sind in der Verlängerung, haben wir unseren Plan gewesen, super defensiv zu spielen. Und über die Zeit werden wir unsere Chancen haben. Und mir scheint, als hat es nicht geklappt. Und das ist sicher etwas, wo nicht genug gut war. Und das müssen wir uns in der eigenen Nase lassen.